Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Die nicht hier ist. Ja, die Mathilde muss jetzt einmal Suizid begehen. Warte mal, hier ist etwas, das heißt Anstag. Was ist ein Anstag? Keine Ahnung, ich habe jetzt einfach. Wo bist denn jetzt? Du bist am Anfang oder bist du tot? Ich bin ganz am Anfang, aber ich habe. Hä? Okay. Anstag von vorne? Ich bin jetzt hier da. Also ich habe mein ganzes Zeug, habe ich noch. Und bin da gestartet, wo ich halt als allererstes gestartet bin. Ja, warte. Könnten wir uns sicher da treffen, aber ich wollte gerade mal gucken. Brauche ich. Wie hat denn du da. Du brauchst da echt lange für. Transformator. Ja, um da hinzukommen, ja. Über entladen. Und ich habe jetzt auch noch meine Verwundung, aber ich bin. Wieso haben wir das nicht einfach letztes Mal ausprobiert? Das ärgert mich jetzt. Weiß ich nicht. Okay, auf jeden Fall wissen wir, so kommen wir da wieder raus. Wenn es auch nicht der eleganteste Weg ist, aber man kommt da so wieder raus. Ich habe zwei Schraubendreher, ich lasse die auch mal hier, ne? Das ist eine gute Idee. Den Toaster auch, den brauchten wir ja auch. Hm. Ist Tonpatrone. Ihre Stempfer. Ich wollte mal ein bisschen mit weniger Waffen, Sachen loslaufen. Hm. Oh, na gut. Ich hab trotzdem 32 Kilogramm. Jetzt hab ich aber einen mega Weg. Ich muss 1000 Meter laufen und du? Warte. Ich esse gerade erstmal was. Ich habe nur 400 Meter vor mir. Na super, super. Hm. Aber es geht ja bald ja die Sonne auf, ne? Ja, ist gerade dabei. Wenigstens etwas. Okay, hier ist eine Maschine, die aktiv sind. Und da ist eine Wanderanomalie, die gefällt mir gar nicht. Hier sind überall Anomalien. Was machst du mit dem Mikro? Entschuldigung, ich habe mir einfach nur den
Kopfhörer ein bisschen gerichtet, weil der unangenehm saß. Ich dachte hier, ich habe ein neues Vieh, was mich töten will. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Viecher sich tags und nachts anders verhalten. Das ist irgendwie... Ich habe den Beweis noch nicht, aber... Bisher kam ich... Hier schläft ein Dog gerade. Kommt gerade gut durch. Friedhof habe ich entdeckt. Sanfte Ruhe, minus 1. Oder sanfte Ruhe 1. Scheiß auf, ich greife jetzt den Dog an. Ja, ein Dog solltest du, glaube ich, hinkriegen, oder? Ja. Oh, der hat noch nicht mal was für mich. Nichts für mich, du war Dog. Oh, aber der hat meine Verwundung wieder erhöht. Ich sollte das Kämpfen erstmal sein lassen. Oh, da ist eine Höhle. Ja, so, ich würde nicht alleine kundschaften. Ich gehe jetzt auch den... Wie sollen wir tatsächlich rein? Achso, du bist schon am Punkt. Ich bin noch 680 Meter entfernt. Also ich weiß nicht, ob ich da rein muss. Aber das führt da... Nee, ich gehe außen rum. Ich mal auch lieber hin. Ich versuche einen Außenweg zu finden. Oh. Nicht durch irgendwelche komischen Höhlen. Scheiße, hier sind Leute. Ja, ich sehe da auch jemanden. Ich glaube, ich habe hier auch eine Höhle oder irgendwas entdeckt. Scheiße. Oh, oh, oh. Muss mal hier weg. Und tschüss. Problem ist, das ganze Gebiet, was wir hier haben, ist ja noch unbekannt, ne? Wo ich jetzt zum Teil durchlaufe. Oh, das wird ein bisschen... So, ich renne wieder zu den Eisenbahnschienen. Fuck you, ey. Bist du ein normaler Verrückter oder bist du ein Wächter oder so? Ein Verrückter. Verrückte sind mir da lieber, die halten... Ja. Also die Verrückten sind berechenbarer als die Leute, die heilen sich ja nicht. Aua! Einfach ein Stein nach mir geworfen, der Arsch. Ich will einfach ein paar Lumpen haben. Komme ich auf jeden Fall nicht weiter hoch. Ich auch die Schienen weiter. Hm. Du bist noch 200 Meter von mir entfernt und... Nee, du bist noch 350 Meter von mir entfernt. Du bist doch der rote Punkt, oder nicht? Nein, das ist meine Markierung. Oh, ich bin nicht da. Tschüss! Bist du durch die Anomalie? Nein. Nee, nicht du. Der Typ, der mich gesehen hat. Ah, scheiße. Ja, ein Japsi, fick dich, Alter. Ich kämpfe nicht gegen dich. Lauf! Lauf! Ich will nicht den Japsi bekämpfen. Sapsi. Nenn jetzt Japsi. Wenn ihm den Namen nicht gefällt, soll er mich dann töten. Da er mich nicht tötet, gefällt ihm wohl der Name. Du bist nur noch 80 Meter von mir entfernt. Juhu. Ich sehe dich. Ich dich auch. Wir sind wieder vereint. Heinrich. Mathilde. Heinrich. Mathilde. Ja. Juhu. Okay. Ja, dann nehme ich mein Ding mal. Wie kann ich meine Markierung wegnehmen? So. Ich glaube, wir müssen da so lang. Weil sonst ist das alles felsig, da kommen wir nicht weit. Ah, da unten ist ein Turm. Und auch ein Mensch, der es bewacht. Und hier ist ein Lagerfeuer. Mit zwei Leuten mindestens. Wo du vorbei willst.
Ja, wir müssen da vorbei. Das ist jetzt gerade keine Frage des Wollens. Nee, wir müssen nicht. Doch. Nein. Doch. Nein, weil man kann schleichen, man kann da dran vorbeischleichen. Ja, das habe ich doch vor. Ja, das weiß ich ja nicht, du. Aber vorbei müssen wir an denen. Wir müssen sie nicht erledigen, aber wir müssen an denen vorbei. Wirkt es gerade so, als ob du sie töten willst? Nein. Ich habe immer noch... Ich schleiche, ich bin... Ich habe immer noch einen offenen Rippenbruch, hallo? Sie können mich nicht sehen. Okay. Und jetzt müssen wir... da lang? Warte, muss mal kurz die Karte studieren. Ja, hier rechts. Da sind wir schon gleich, da ist auch ein Gebäude. Ja, irgendwie da rechts, ja. Ah, nein, ich sehe. Rechts ist irgendwie ein Monster. Hä? Warte mal, irgendwas ist gerade komisch bei mir. Was ist denn komisch? Ich gehe gerade automatisch. Ich gehe gerade automatisch nach links irgendwie. Ah, jetzt geht's wieder. Taste klemmt? Irgendwie sowas war da gerade, ja. Ja, hier sind noch diese Kampfpanzer, die ich mal gesagt habe, also, die sehen so ulkig aus. Mhm. Diese komischen Laufen, ja. So umgekippt. Ist das offen? Kann man da ran? Oh, es hat oben, es hat hier hinten Raketen, 3 Stück. Oder ist es seitlich auch? 6. Das sind Raketenwerfer. Sprungraketen. Oder Sprungraketen, ja. Was ich nicht glaube. Nein. Wir gehen unten lang. Ja, da am Lagerfeuer ist einer auf jeden Fall. Den können wir ja umhauen. Oh, Leichensäcke. Das sind die besten Säcke. Wir müssen hier durch, ne? Wahrscheinlich, ja. Durch die Schleuse. Ein Korkenzieher. Und etwas Isolierband. Und eine GUI. Ventilator habe ich gefunden. Sehr schön. Den brauchten wir. Hm. Deswegen sagte ich ja, sehr schön. Nein, ich will die Fäulnis nicht mitnehmen. Kühlschrank hast du durchsucht? Ja. Den Schläger hast du nicht mitgenommen? Das habe ich übersehen. Ist ein Irrer? Ich würde ihn... Ja, ist ein normaler Verrückter. Ich locke ihn mit dem Stein an, ne? Okay, dann hau ich von hinten gleich drauf. Kommt aber, er kriegt Verstärkung. Da hinten am Panzer ist nur einer. Oh. Wo ist er? Kommt gleich der Nächste. Können wir ja selbe Taktik machen. Ah, der hat uns gesehen, ja. So, jeden einen Verrückten. Ja. Ja, die Axt geht ganz gut. Diese scheiß LKWs. Die scheiß Geister, die uns mal verraten müssen. Müssen wir überhaupt hin? Ich guck mal gerade. Ich kann mir noch 2 Verbände machen. Mache ich mir jetzt auch. Mann, ich trinke nur mal was. Was, 4? Wieso habe ich jetzt 4? Unruhe, Hunger. Ach so, ich habe Hunger. Esse ich halt ein Abendessen. So. Ach, wir müssten wahrscheinlich in diese Kuppel da rein, ne? Hier ist ein paranormales Ereignis. Oh ja, hier. Glaube ich gerade. Nee, doch nicht. Was sind diese Kuppeln? Radaranlage. Wollen wir hier in einer rein?
Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu dem Ding, wo das Ziel ist, oder? Okay, die andere ist aber auch offen. Dann können wir die uns danach gerne Und da anschauen. Vorne ist wieder so ein Verrückter. Ja. Ich lock ihn an, du haust. Ja, mach mal. Ist das ein normaler Verrückter? Ja. Das ist eine ganz gute Taktik, so. Man kommt doch unterirdisch in die Radarstation, sehe ich gerade. Mhm. Ist das nur ein Raum, oder? Nee, da kommt man rein. Ich heben uns nochmal auf. Oh, hier müssen wir rein. Müssen wir rein. Oh, hallo Katze. Wo kommst du unten her? Ah, vom Fenster kommt sie. Hat sie wohl gesonnt. Hey, Süße. Ja, setz dich auf meinen Schoß. Ist eine Keykarte? Nee, wir müssen die finden. Auf dem Gelände. Toll. Also gehen wir doch erstmal in den anderen Bunker rein, ne? Ja. Also hier geht's richtig in den Keller. Ich weiß nicht, ob ich das mag. Geh du mal vor. Das sieht aus nach radioaktivem Müll oder so. Der Müll dampft. Warte mal ganz kurz. Eine Anomalie? Nee, aber es kann sein, dass wir da vielleicht nicht atmen. Hier blitzt doch irgendwas. Vielleicht ist das einfach nur defekte elektrische Leitung. Ja, hier kann man nicht atmen. Raus. Raus. Gucken wir oben mal. Vielleicht müssen wir irgendwie Atemschutzmasken finden oder sowas. Also. Hier kommen wir nicht weiter. Oh, mein Schlagstock ist kaputt. Wir kamen ja hier links oben und können wir rein. Was ist denn? Mein Magen oder? Oh. Was denn? Verrückter. Ah. Wo ist er denn? Gut, dass hier oben noch ein Eingang war. Vielleicht finden wir hier oben ja auch die Keycard. Ich habe noch einen Ventilator gefunden. Sehr schön. Hier raus? Hier ist ein anderer Raum. Ich habe einen Vorschlaghammer gefunden. Hm. Der ist selten. Ich habe auch schon einen. Ja, ich habe gerade wieder ein Problem. Ich habe hier eine Erkennungsmarke. Warte mal. In dem Raum ist, kriegst du auch keinen Sauerstoff. Okay. Muss man ganz kurz aufladen. Wenn du kurz zu mir kommst, hier liegt noch eine Erkennungsmarke. Gleich. Hab ich alles? Raus. Ich glaube, da liegt noch was auf dem Tisch.
Wo lag die Erkennungsmarke? Hier. Danke. Mal rein, 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 rein. Ein Sextant lag da. Da muss man echt aufpassen mit dem Sauerstoff. Ich glaube, wir gehen gerade im Kreis, kann das sein? Ich glaube, wir sind durch hier mit dem Gebäude. Zumindest oberirdisch. Wieder runter. Oh, scheiße. Hier ist ein Dog, den ich nicht gesehen hatte. Du bist woanders lang gelaufen, ja. Ah! Na, ich komm zu dir. Achso, ich muss es drücken. Was bist du denn? Ach da. Kannst du deine rote Markierung mal wegmachen? Kannst du deine blaue Markierung wegmachen? Meine blaue Markierung ist weg. Okay, meine rote Markierung. Weil ich dachte gerade, die rote Markierung wärst du, weil du wirst mir auch oben rot angezeigt. Wo willst du denn hin? Ich weiß nicht, das wird mir hier in die Richtung angezeigt, aber wir müssen wirklich runter, da wo wir dich atmen können, glaube ich. Ach, dir wird gezeigt, wo das ist? Naja, das ist Hilfe für die Wissenschaft. Das wird so auf 15 Meter Entfernung und... Das scheint unter uns zu sein. Aber wenn ich jetzt hier so lang gehe, zack, 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 zack. Jetzt ist es auf der anderen Seite. Das heißt, es wird unter uns sein. Ah, okay, okay. Aber wie kommen wir da rein ohne Masken? Ich habe nichts mehr zu trinken. Warte mal, hier ist auch noch ein Eingang. Hier geht's auch noch. Ja, den habe ich schon entdeckt, da geht's aber auch. Ich glaube, hier kannst du auch nicht atmen. Ist dasselbe Problem. Ja, geht sofort runter. Nix atmen. Nix atmen. Ich bin mal ganz kurz raus. Ist ja doof, wenn man den ganzen Bunker nicht atmen kann. Kann man irgendwas bauen zum... Also ich habe hier keine Idee oder kein... nichts, womit ich sagen kann, oh, ich kann mir eine Gasmaske bauen oder so. Ich habe eine Frisur, einen Bauplan, noch eine Frisur. Sojamehl. Ein Ausweider, ist wohl eine Waffe. Sonst was? Also ich würde sagen, entweder braucht man so ein Mittel oder steht irgendwas? Die Schlüsselkarte zur Kuppel im Bunker um den Komplex finden, ja. War mal hier drin, nee. Ist das nicht die Kuppel, die wir vorhin einmal durchsucht hatten? Ah nee, es sind zwei Kuppeln, okay. Ja, es sind zwei Kuppeln. Die andere war noch zu oder so, ne? Ah, der kommt hier nicht hoch, lauf weiter. Sag ich jetzt einfach mal so. Hier. Ja, der kommt hier hoch. Oh, lebt noch. Jetzt kommen wir von der anderen Seite. Links ist auch noch eine Kuppel.
hatten drei Kuppeln. War man diese große hier drin rechts von uns? Nee. Aber ich habe da auch noch keinen Eingang gefunden. Hier ist ein Eingang. Wir müssen ja irgendwo Masken herkriegen oder sowas. Oder einen Bauplan dafür. Ja. Ah, hier brauchen wir eine Schlüsselkarte. Ach so. Ah, dann siehst du, das war doch das, was uns gesagt hat. Hol dir die Schlüsselkarte. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Aber... wir hatten da noch die dritte Kuppel. Richtig. Den habe ich nicht getötet. Auf jeden Fall eine Pistole. Ich komm da nicht hoch. Nee, da oben ist aber auch nichts. Ja, sein können. Zwei Kisten hast du hier durchsucht, ja? Eine? Da hinten ist nur eine gewesen. Oh, die habe ich übersehen. Eine Schaufel und eine Lampe. Gaslampe. Gaslampe braucht man, glaube ich, auch für irgendwas. Ja. Da muss oh, man ist ein Sextant. Da muss man erstmal zurück und dann darüber irgendwie sowas bauen. Oh, Taschenkiste. Ungewöhnlich Tabletten. Ah, schade, ich dachte, das wäre vielleicht irgendwas gewesen, womit wir da atmen können, aber war es leider nicht. Ich habe einen Schraubendreher gefunden. Hier liegt eine Reliquie bei der Leiche. Danke. Und ich habe auch einen Schraubendreher gefunden. Cool. Ja, aber irgendwie hilft uns das für diese Mission nicht so wirklich weit. Nee. Oh, ich bin voll. Also wir haben genau zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen zurück und kümmern uns erstmal um den Ausbau unseres Hauses. Oder aber wir versuchen unser Glück. Ich weiß nicht, ich habe es nicht gesehen, wie schnell die Sauerstoffanzeige runtergeht. Sehr schnell. Ich bin einmal runter und gleich tot. Oder okay. Sauerstoff ist gleich runter. Also so viel zu, man kann schnell durchrennen. Nee, eben nicht. Ja, das meine ich ja. Okay. Tja. Ich habe ja gehofft, dass wir hier vielleicht nebenan eine Gasmaske finden oder so. Also kommen wir ja nicht runter. Ja, die Quest gibt uns auch keinen Hinweis darauf, was wir vielleicht gebrauchen könnten. Nur, dass es hier eine Umgebung der Schlüssel ist. Also wir haben jetzt hier... ah, da ist schon wieder einer. Wasserstelle gibt es hier auch nicht, ne? Nee, es ist auch mein Problem gerade. Aber wir sind echt wieder am Arsch der Welt, ne? Ja. Der Leuchtturm wäre da vielleicht noch am nächsten. Da waren wir schon mal. Ich weiß nicht, ob am Südpier, da habe ich nicht so richtig durchgeguckt. Am Südstrandkino? Nee, aber Südstrandkino weiß ich auch nicht, ob da Wasser war. Wird das auf der Karte auch angezeigt? Nee, ne? Doch, wird's.
Hier ist auch Wasser, Ja, Wasserquelle. aber kein Lagerfeuer. Aber da kann man ja erstmal auftanken und dann, oder wir gehen gleich zum Leuchtturm, da gibt es ja auch was zu essen. Ja, lass uns zum Leuchtturm gehen. Leuchtturm. So, wir müssen aber gucken, wie wir runterkommen. Ich glaube, da könnten wir unser Glück haben. Beim roten Punkt. Ist ja auch der Punkt da. Ich folge dir. Eigentlich müssten wir ja komplett zurücklaufen, aber. Oh. Wo ist er? Hinter dir. Bist du? Anscheinend. Okay. Meine Axt ist fast kaputt. Macht 135 Schaden, die Schere. Mal ablegen. Ich nehme die Schaufel, anziehen. So. Der Roboter an. Ah! Oh. Da geht's tiefer runter. Wo willst du hin? Ich glaube, hier könnte man es wagen. Ja, geht. Der tut uns ja nichts. Nee, der läuft weg, der Gorlan. Der aber nicht. Und er hat mich gesehen. Sehr schön. Oh, der hat mich auch verwundet. Ich habe jetzt zwei Minus. Achso, warte Ja, mal, habe ich bin. ich auch. Es liegt einfach daran, dass ich zu voll beladen bin. Immer noch. Immer noch das schwere Trauma. Ja, ich bräuchte einen Verbandskasten, Schmerzmittel oder Antibiotika. Schmerzmittel oder Antibiotika? Ich guck mal, ob ich was von habe. Ich weiß ja nicht, was du eventuell brauchst. Tabletten habe ich. Verband eigentlich ein. Na, Verband. Antibiotika kann ich hier runterschmeißen. Oh, da könnte ich vielleicht eine Sache heilen. Heilt alles an Wunden. Da. Oh, geil, danke. Dann lass uns bei der. Ach, das ist das Kleine. Da ist ein Alarm. Ich glaube, den muss man erschießen. Anders kriegt man den nicht. Glaube ich auch. Ah, hier sind wieder welche Häuser. Und da kämpft gerade ein Verrückter oder ein Bandit gegen zwei Tiere. Ein Häuptling! Oh. War ein Häuptling. Wir nehmen du mal, was er hat.
Nehmen lieber das, was die Tiere haben. So, hau ich mir mal einen Rum rein. Ja, und einen Cognac. Bist du noch ein bisschen aufpasst? Ist ein Telefon? Ach, hier waren wir schon mal drin. War es alles leer. Okay. Das war da. Oh, Anomalie auf der Straße. Ach, das ist ein Gorlan. Schraubendreher. Ups. Leucht vom Ho. Beim Leuchtturm Hoffnung gibt es auf jeden Fall was zu trinken. Also die schnellen Waffen sind irgendwie bisher die besten. Mhm. Wir können auch hier schon Wasser holen, aber dann brauchen wir wieder ein Lagerfeuer. Warte, auf dem Weg ist doch ein Lagerfeuer. Müssen wir gar nicht hochgehen. Auf Viech? Ja. Juhu, Level wurde erhöht. Deins auch? Ja. Ich glaube, da wir uns ja komplett die teilen. Na, das Blöde ist jetzt. Ja. Wie kommen wir an die Maske? Oder wie kriegen wir diese scheiß Karte? Ja. Habe ich jetzt. Okay. 11 Stück sollten genug sein. Klar, ich bin überladen. Okay. Scheiße. Luftfilter braucht man nicht für die Mission, oder? Ich glaube nicht. Bügel, Ventilator, Gas. Bügeleisen brauchten wir für. Naja. Okay. So, da vorne auf jeden Fall ein Lagerfeuer mit einem Typen. Kennen wir ja schon. Willst du kloppen oder anlocken? Ich will erstmal hier, ne? Ich will erstmal wieder ein bisschen leichter werden. Oh, ich würde sagen, wir gehen dran vorbei. Nee, ich brauch das Feuer. Oh, das hat mich gesehen, toll. Ich meine, wir müssen ja nicht hochgehen, wenn wir nicht müssen, oder? Ja, aber oben hätten wir vielleicht noch ein paar Ressourcen gekriegt, die wir brauchen. Ja, können wir ja trotzdem machen, aber ich muss tatsächlich einfach erstmal was trinken. So. Okay.
jetzt können wir gerne auch hochgehen. Und nach Ressourcen gucken. So, ich mache mir gerade nur eine ganze Sache. Ich weiß nicht, mir fehlt irgendwas, um irgendwie Verbandszeug zu machen, aber... Ah! Geschickte Hände mache ich. Ich kann jetzt Schlösser der Stufe 2 machen. Kannst du dann oben schnappen, das die genau Kiste? Genau, das war der Gedanke. Mal kurz da raus. Trinken. Sechs Liter gesoffen. Weiter geht's. Von mir aus. Aber wenn es Schaufel ist, hast du im Arsch. Ja, meine Axt ist auch schon wieder fast im Arsch. Ich glaube, wir sollten wirklich erstmal vielleicht unser Zimmer reparieren. Ja, lass uns hier looten. Und dann können wir ja... Es gab ja diesen Fahrstuhl. Vielleicht kommt man damit eher nach Hause, weißt du? Don't talk to me. Ja. Bleib doch mal stehen. Ist der doof? Aua! Ups. Muss mal meine Waffe. Der ist auch kaputt. Ist auch kaputt. Okay, Schlagstock, der ist noch eine. Alles ist kaputt. Ja. Wieder einer drin? Scheint war nicht. Gehe ich mal gleich zu der. Gehst ganz nach oben? Ja. Weil da ja noch dieser eine Dings war. Hier ist nämlich auch so eine Öllampe oder sowas. Sowas hatten wir ja auch noch. Meine ich. Toaster ist hier noch. Oh, ich habe eine Keule. Hab ich mitgenommen? Ja. Ah, darum bin ich jetzt überladen. Okay. Gucken wir mal, was in dieser verstärkten Schachtel ist. Oh. Episch, Stachel. Ja, ist noch Sonderpatronen. Kleiner Verbandskasten und Dosen. Natürlich sowas hier, dieser Stachel, was das ist. Ist das ein Schlagstock oder? Nee, das ist auch eine Schusswaffe. Okay. So. Dann nehmen wir hier nochmal mit, was wir mitnehmen können. Machen wir uns unten ein bisschen was zu futtern. Ich hab nämlich Hunger. Ich nicht, aber ich bin wieder überladen. Ich hab noch Platz. Hast du noch Platz? Oder? Warte, ich guck mal. Oh ne, ich bin auch ein bisschen überladen, aber ich kann das eine oder andere bestimmt auseinandernehmen. Ja, das habe ich auch gedacht, aber ich habe so viele Sachen, die Feuerzeuge, die kannst du nicht auseinandernehmen. Ich weiß aber immer noch nicht, was du mit Feuerzeugen machen willst. Ja. Ich schmeiß die weg. Ein Mikroskop? Nein, nicht wegwerfen. Ein Mikroskop nehme ich mal auseinander. Beide nur ein. Hm. Dann müssen wir auch sonst wäre es nicht tatsächlich kurz, wenn wir beide überladen. So, jetzt geht's bei mir wieder. Nee, die Gaslampe brauchen wir. Ich weiß auch.
Was ist das? Braucht man die Wagen oder was? Na, ich guck erstmal, ob ich was kochen kann. Ja, ich mach mir auch gleich wieder auf unterwegs nochmal ein paar Wasserflaschen. Kümmern wir uns doch erstmal um den Ausbau von unserer. Ich würde sogar fast sagen, dass wir vielleicht den Fahrstuhl als erstes machen. Wir sehen ja auch gleich, was wir jetzt da haben. Was wir eventuell brauchen. Boah, ist das langsam. So, da ist das Lagerfeuer. Oh. So, okay. Braten das Fleisch, komm, machen wir dreimal. Kräutertee. So, jetzt habe ich auf jeden Fall nicht mehr Überladung. Hast du ein Bügeleisen gefunden? Nee, leider nicht. Ein Transformator habe ich auch nicht gefunden, schade. Den hatte ich, glaube ich, in der Basis und ein Kästchen. Aber wir haben alles für die Medizinstation. Kästchen bräuchten. Ja, die hatten wir ja alle zigfach mal. Ja. Was? Scheiße. Gut, wie kommen wir jetzt am schnellsten zurück? Ja, da so lang. Gut, ich glaube, dann wollen wir offscreen zurück, weil es schon... Ja, ja, ich glaube auch. Wir rennen einfach zurück zu unserer Basis und ja, wenn es euch gefällt oder gefallen hat, das Video, hinterlasst uns doch gerne mal einen Like oder einen Kommentar. Ansonsten wünschen wir euch zum nächsten Mal viel Spaß, haut rein, ciao! Tschüssi!